Okay. Und damit seid Houston neben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignoranten zu einem neuen Part Minecraft Story Mode Season 2 mit dem Zwergenfürst. Ich hoffe, wir sind hier an dieser Stelle stehen geblieben im letzten Part. Hier machen wir jetzt weiter. Auf geht's. Wir entkommen der Anstalt. Okay. Romeo hat bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit neue Algehörne geschafft. Alles klar. Die Spinnen-Creeper. Die hatten wir ja schon mal. Was ist mit diesen Monstern? Die leuchten alle. Nee. Mal den Sound ein bisschen leiser stellen. Okay, ich muss mich erstmal wieder sortieren. So, keine Zeit dafür, mich zu sortieren. Eigentlich nicht. Ja, es geht jetzt direkt zur Sache. Hab hier gar keine Zeit, mich zu orientieren, wo ich eigentlich bin, wo ich stehen geblieben bin. Muss mal gleich zur Action kommen. Ja, entkommen wir. Okay. Bin ich nicht rechtzeitig ausgewichen oder habe ich nicht rechtzeitig angegriffen? Weniger reden, mehr stechen. Yep. Kämpft. So, die Monster müssen besiegt werden. Attacke. Batz. Einfache Spinnen, die kriegen wir mit links erledigt. Denke ich zumindest. Na, komm. Na komm, wieso bin ich so langsam? Wieso schlage ich so langsam zu? Batz. So. Dann machst du. Achso. Spinnen. Die wollte nicht mich besiegen. Oder doch? Danke. Okay. Das Name kann sich gut verteidigen. Yep. Aber alleine halt nicht. Ja. Alles klar. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin hier durch. Also ich bin hier ziemlich. Ja. So viel ist auf einmal. Das Name hat mich gerettet. Sehr gut, Name. Sehr gut, Luna. Können wir mal fliegen hier? Das ist nicht gesund, sich Ewigkeiten hier in diesem Kessel aufzuhalten. Vielleicht mehr fliehen als kämpfen. Einfach raus hier. Den Kampf gegen Millionen Zombies übernehmen wir auch nicht. Manchmal ist die beste Möglichkeit, der beste Angriff, die Flucht. Vor allem gegen Spinnen, Creeper. Ja, genau das. Ein Loch in der Wand. Und da endlich lang. Ich sage es euch, sie ist so verrückt wie ein Ozelot auf Drogen. Okay, ein Ozelot auf Drogen. Ja. Das würde ich nicht wissen, wie sowas aussieht. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Die Zombies tragen Häftlingsklamotten. Häftlingszombies. Sarah? Alles klar? Halt! Den Mund und lass mich überlegen. Ich wusste doch, dass wir ihr nicht hätten trauen sollen. Jetzt haben wir uns verlaufen. Sicher, dass du nur überlebst. Ist schon gut. Ja, selbst wir müssen hier rauskommen. Gibt, können wir hier noch rauskommen? Nicht gerade ein Vertrauensvotum, aber ich nehme es. Okay. Die Zombies kommen näher. Moment mal. Wir können
gelangen. Ja, wir können uns einfach rüberbauen. Warum ist da noch nie jemand vorher auf die Idee gekommen? Warum bauen wir uns nicht einfach schon? Warum haben wir uns nicht früher schon drüber gebaut? Hüpfen wir einfach über das Labyrinth drüber. Das ist Minecraft. Okay. Was sagt man dazu? Da ist er. Hey, warte. Der was? Das der, das wer? Das ist das. Sie hat uns stehen lassen. Oh Mann. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ein siamesischer Rast, der da, einen zweiten an seinem Kopf. Ach, Gast besiegen, das kriegen wir doch hin. Einfach easy, easy peasy, nehmen squeezy. Auch wenn er mehrere Köpfe hat, wir kriegen doch einen Gast besiegt. Zack, so, genauso wie jetzt. Weil er nicht mal einen Landmannzaun hat. Komplett durchgedreht. Vollkommen wahnsinnig. Ja, so geht's. So besiegt man auch einen dreiköpfigen Gast. Oh, okay, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Okay. Da müssen wir wohl ausweichen. Bart. Okay. Mehr ausweichen. Komm. Ja, wenigstens ein paar zurückschicken. Wenn nicht alle. Und dann kommen irgendwann kriegen wir den auch hin. Das sieht gefährlich aus, aber ja. Mittlerweile haben wir hier so einige von denen. Hau ab, Jesse. Solange du noch kannst. Das wird langsam zu viel. Na komm. Ach, wir können hier gar nicht mehr abwehren oder was. Na komm. Puh. Okay, was? Hilfe. Rennen und ausweichen. Und ja, rennen, schießen, ausweichen. Ach so, die Kleinen besiegen den Großen. Ah, okay. Aha! Ja, ich kann zurückschießen. Nice. Ich habe auch nicht mehr viele Herzen. Huha. Aufpassen. Das ist gefährlich. Okay. Was läuft hier denn? Dieser Part beginnt schon ziemlich seltsam. Na dann, machen wir hops. Über die Gas drüber. Das ist gefährlich. Aber ja. Nein! Verdammt, da bin ich gefallen. Im Krieg gegen den Gas gefallen. Ja. Okay. Ach, die Rennszene nochmal oder was? Das muss eine Schwachstelle. Da haben wir die Schwachstelle. Okay. Gut, dass wir einen Checkpoint hatten. Dann A. Und Y. Ups. Und als nächstes B. Und zack, das Dia-Schwert in den Kopf des Mega-Dings. Zack. Und kaputt. Mach's kaputt. Mach's fertig. So. Boah, was für ein Hintergrund. Das war ein irre Hintergrund, ein irres Bild. Das war unglaublich. Und du hast die Landung sauber hingekriegt. Das sah heldenhaft aus. Das kommt von meinen perfekten Reflexen und dem genialen Muskelgedächtnis. Ja, perfekte Reflexen bei mir, Gruppenmotoriker. Alles klar. Aus Diamant. Der Verrückte wird draufgehen.
Wäre das so schlecht, wir sollten... Wo sind wir eigentlich? Ja, das ist die große Frage. Sind wir im Nether oder warum sind hier diese ganzen Ghasts und Monster rum? Und der Turm ist genau hier. Sie ist auf sich selbst angewiesen. Sie findet schon ihren Weg zum Turm. Wir gehen. Ja. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Das ist ja, überlassen wir sie sich selbst. Ist vielleicht eine falsche Entscheidung, aber. Ja. Es ist besser so, Jesse. Ja, viel sicherer. Ah, das ist ja. Wollt ihr irgendwo hin? Ja! Wo kamst du denn gerade her? Verdammt, es ist wie. Hat sich also erledigt. Ich habe gerade einen Gast mit Pfeilen gespickt. Nicht, dass ihr dazu beigetragen habt. Wett. Okay, wir haben ja wohl den Riesengas besiegt. Als ob wir dazu beigetragen haben. Aber wie wir das getan haben. Also wenn wir sie gesucht hätten, mal so als Frage, hätten wir sie dann verloren? Oder was? Vertrau mir, Jesse. Wenn wir zusammenarbeiten werden. Du musstest dir verdienen, ja. Bisher hast du dich dafür zu unberechenbar verhalten. Ja, man muss sich sein Vertrauen immer erstmal verdienen. Das ist gar nicht falsch. Du musst noch etwas wissen. Es gab einen dritten. Zumindest sie. Wo ist er? Zumindest sie. Ich habe mit ihm gegen Romeo um die Welt gekämpft. Wir haben verloren. Alles klar. Okay, hier ist wohl der zentrale Tower der. Turm des Zentrums, ja, der was auch immer. So weit hoch reicht das Ding nicht mal. Weil wir nicht nach oben gehen. Wir gehen weiter runter. Runter? Es gibt kein Runter. Wir stehen auf Grundgestein. Tiefer geht es nicht mehr. Das unter dem Grundgestein? Aber wir müssen dorthin. Unter das ist nicht gut. Jeder weiß doch, dass unter Grundgestein nichts ist. Außer nichts. Okay. Gerne glauben. Dann glaub mir. Ich glaube, das müssen wir machen, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Wir haben keine anderen Optionen, außer ihr folgen. Das ist doch irre. All diese Monster. Ach, Jack macht sich jetzt auf eigene Wege, oder was? Er hat mir meine Adminrechte genommen, weißt du noch? Tja. Da unten liegt das Geheimnis, Romeo seine Rechte wegzunehmen. Für immer. Fred, der dritte Admin, hat das herausgefunden. Und da kommt die Monster. Also schnell da rein. Oder wir sterben von den Monstern. Also los. Wir haben nur eine Möglichkeit. Voran. Na dann. Das klingt nach einem guten Grund, sich zu beeilen. Monster oder die Treppe? Da nehme ich doch die Treppe. Auf geht's. Wir gehen unter das Grundgestein. Ja. Alles klar. Oh, Scheiße. Enderman. Folge 3 Gefängnisblock. Das war's damit. Den Gefängnisblock haben wir beendet. Folge 3 ist vorüber. Da läuft der Abspann, die Credits. Und da schauen wir nochmal auf das, was wir getan haben. Die Entscheidungen, die wir getroffen haben. In diesem Kapitel, in diesem... Ja, in diesem dritten Abschnitt von 5. Ja, Wader wurde als Druckmittel gefoltert. Hast du eingewilligt, für den Aufseher zu arbeiten? Nein, das habe ich noch natürlich nicht. Du und 34,7% der Spieler haben gegen den Aufseher rebelliert. Ja, da war ich mit bei den Rebellen dabei, ja. Interessant, dass nur so wenige gegen rebellieren und dass 65,3% der Spieler sich dem Aufseher anschließen. Naja,
kann man zu sagen, was man will. Oh, hier fast Gleichstand. Aber wir doch in der, also meine Meinung doch in der Niedrigkeit, also in der Unterzahl. Geh auf die Monster, die Mushroom durfte nicht bleiben. Hast du sie geschoren? Du und 49,3% der Spieler haben sich geweigert, den Befehl des Aufsehers zu befolgen. Ja, warum soll ich auch einen Befehl des Aufsehers? Eigentlich war das ziemlich egal, diese Entscheidung. Glaube ich zumindest, aber ja, warum so? Da soll ich eine Mushroom, also die Mushroom von diesem Insassen dort scheren und kriegt den Befehl, so als ob ich hier als Gefangener da irgendwelche Befehle befolge. Vorher hier, ich kann ich schon nochmal zurück machen hier. Vorher war ich schon der Rebell und jetzt hier gleich die nächste Entscheidung gleich blind befolgen. Na, nee. Du musstest Stella überzeugen, dir zu helfen. Wie hat sie auf deine Bitte reagiert? Du und 19,5% der Spieler haben Stella dazu gebracht, sich der Sache des Admins anzuschließen. Okay. Da kann ich mich ja nicht mehr dran erinnern, aber gut. Haben es scheinbar nicht gemacht. Ah ja, Xaver hat dich in ihrer mit Fallen versehenen Zelle zurückgelassen. Wen hast du zurückgelassen? Du und 38% der Spieler haben Leon zurückgelassen. Ja, ich hätte zu den 62% zählen können. Ich hab ja falsch geklickt. Ja, sorry, das tut mir leid. Das ist auch der Nürm. Das ist das, was mir hier bisher am Spiel am meisten wehtut. Aber die Entscheidung können wir leider nicht rückgängig machen. Wir haben leider Luna mitgenommen. Blöde Entscheidung. Ja, aber gut. War ein Versehen. Xaver ist während der Flucht vorausgelaufen. Seid ihr zusammengeblieben? Du und 13,3% der Spieler haben Xaver ihren Weg alleine finden lassen. Oh, okay. Die meisten sind zu suchen gegangen. Ah, okay. Da wäre ich mal gespannt. Da würde ich gerne mal sehen, was passiert. Also was passieren würde, wenn man Xaver da hinterherrennt, ob man dann vielleicht in der Falle tappt oder ob man dann sich verläuft und gar nicht mehr zueinander findet. Tja. Werden wir wohl nicht herausfinden in diesem Let's Play. Du und 34,7% der Spieler ja haben den Aufseher rebelliert. Hier hat man es nochmal. Hier den Befehl des Aufsehers zu befolgen. Stella dazu gebracht, den Admin anzuschließen. Nürm zurücklassen und Xaver ihren Weg allein finden lassen. Ja, so sieht's aus. Da war ich doch sehr in der Unterzahl mit anderen Spielern. Das Rote sind dann immer die Spieler, die was anderes gewählt haben als ich. So sieht's aus. Ja, meine Entscheidung in der dritten Folge der zweiten Season von Minecraft Story Mode Season 2. Von Minecraft Story Mode ohne Season 2. Das habe ich ja schon vorher mal gesagt. Ja, nicht doppeln. Ja. Folge 3 abgeschlossen. So sieht's aus. Oh. Der Admin verkleidet als Jesse. Oh Mann. Müssen wir das jetzt noch zum Schluss sehen. Ich darf nicht zulassen, dass jemand als ich oder meine Freunde verkleidet rumläuft. Das Chaos, das diejenigen so verursachen könnten, wäre, ich will gar nicht daran denken. Oder ist das jetzt noch der Erste, der Echte? Deshalb habe ich dich gerufen. Finde sie. Sorg dafür, dass sie sich benimmt. Nee, das ist der Böse. Der Admin. Oh. Mann. Oh. Der macht jetzt ganz schön Mist. Renn, 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 Jesse. So schnell wie du kannst.
Zauberke. Na dann haben wir Folge 3 also abgeschlossen. Den Gefängnisblock. Den haben wir fertig gemacht. Na dann. Im nächsten Part geht's mit Folge 4 weiter. Da gehen wir unters Grundgestein. Ja, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Im nächsten Part. Ja, Däumchen nach oben sollte euch Folge 3 von Minecraft Story Mode Season 2 gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr in den Zwangfest verpassen wollt. Mehr als die Hälfte haben wir jetzt schon geschafft. 3/5 haben wir schon hinter uns. Ja. Glöckchen aktivieren nicht vergessen. Und dann habt ihr noch einen angenehmen förstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Video von Minecraft Story Mode Season 2 wieder in Folge 4. Oder man sieht es in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Wie auch immer. Macht's gut. Rote Renne. Ciao, ciao.